Ja, also, jetzt schaue ich kurz, die Aufnahme läuft. Alex, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dich heute als Händler hier zu Gast zu haben. Ist etwas, Ja, schönen guten das. Morgen, Mike. Super, danke Schön, für dass ich dein. bei dir sein kann. Ja, sehr, sehr gerne. Alex, ja, wir sind hier im Du, im Stream, das haben wir uns auch so ausgemacht. Ja, Ich sehr habe gerne, auch. kein Problem, absolut. Klasse. Ich habe auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch gesagt, wer hier live dabei ist, hat definitiv auch die Chance, dir selbst auch Fragen zu stellen. Das überwache ich natürlich ein bisschen mit in den Chats. Und ja, wir zwei wollen heute einfach mal ein bisschen über das Thema Trading für private Trader sprechen. So die großen Unterschiede zwischen den professionellen Trading-Ansätzen, wo man weiß, die funktionieren. Du bist ja auch als Fondsmanager tätig gewesen. Da kannst du vielleicht gerne auch ein paar Worte sagen. Und wir sprechen jetzt einfach mal über das Thema, was gibt es denn da draußen so an Mythen, an Angeboten, die dem Trader nahegebracht werden, wo wir aber wissen, okay, wenn wir so eine Werbung lesen, wir manchmal auch sagen, naja, ganz so einfach ist es dann doch nicht, unter den Palmen im Urlaub mit dem Handy am Strand zu liegen und mal kurz hier ein paar Millionchen hin und her zu schieben. Die Wahrheit sieht dann doch ein bisschen anders aus. Ja, in der Tat. Also vielleicht kurz ein bisschen zu meinem Background. Ich habe vor weit über 10 Jahren, bin ich eigentlich Musiker gewesen. Ich hatte überhaupt gar nichts mit Trading am Hut und hatte mir ein bisschen Geld zusammengespart und habe dann auch, wurde von einem Freund angesprochen, der sagte, hier, komm, guck mal Trading, da kannst du dein Geld anlegen, das funktioniert super. Und also das ist, glaube ich, jetzt schon, oh, ich weiß gar nicht, vielleicht glaube ich über 15 Jahre sogar mittlerweile her. Dann habe ich dem einfach mal geglaubt. Der hat mir dann einen Trader vorgestellt, der hat mir dann Riesensachen versprochen. Ich habe das Geld dann bei einem Broker einbezahlt und praktisch über Nacht erstmal alles verloren. Das waren so gute 50.000, die damals dann einfach von einem Tag auf den anderen verschwunden sind. Naiv wie ich war, habe ich dem Trader geglaubt, dass er meinte, ja, das war eine Ausnahme, ist nur dumm gelaufen und wenn du neues Geld bringst, dann kriegen wir das schon wieder hin. Und dann habe ich mir tatsächlich Geld besorgt, geliehen. Ja, meine Eltern haben ihre Rente ausbezahlt, auf Deutsch gesagt. Und das Geld haben wir dann wieder in das Trading reingegeben. Und tatsächlich über Nacht auch wieder hatten wir das Geld zurückverdient oder der Trader, aber nur in der Equity. Und ich hatte damals keine Ahnung, was ist der Hebel, den ich hatte, welche Gefahr setzte ich mich da eigentlich tatsächlich aus, ne? Und dann fragte mich der Trader, ja, jetzt haben wir das Geld wieder zurück, soll ich die Position zumachen? Und dann meinte ich zu ihm, na, weiß ich doch nicht, du bist doch der Profi hier und du hast doch jetzt 50.000 an einem Nachmittag gemacht, so mach wie du denkst. Und dann meinte er, ja, kein Problem, lassen wir offen, morgen früh haben wir bestimmt das Doppelte drin. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dann waren 3.000 übrig im Konto. Weil das war ein FOMC war an dem Abend und die no liebe Notenbank hat sich ein bisschen anders entschieden als die Trades. Und das war für mich im Grunde eigentlich so mein, ja, also plötzlich stand ich da mit sechsstelligen Schulden und keine Ahnung, wie das irgendwie so passiert ist und habe mich dann mit der Sache auseinandergesetzt in dem Zusammenhang, dass ich meinte, okay, ich muss lernen, wie das funktioniert, beziehungsweise ich muss die Dinge verstehen. Und ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Ratschlag hier gleich vorweg an jeden, der traden möchte oder überhaupt irgendwo Geld reingeben möchte. Verstehst du es nicht? Mach es nicht. Ne? Und so ganz simpel gesagt. Ne? Beziehungsweise dann nur mit ganz, ganz wenig Geld. Und ich habe dann jahrelang damit verbracht. Ich habe dann für eine deutsche Privatbank praktisch dort zuerst als Praktikant angefangen und dann nach und nach mich hochgearbeitet, habe deren gesamtes Forex-Geschäft zu der Zeit aufgebaut, habe entsprechend dann auf allen Seiten der Medaille das Geschäft kennengelernt. Also von der technischen Seite, wie ist also von der IT-Technik, Bridges, Liquiditäten, aber eben auch Märkte, Strategien, unterschiedliche Kunden, institutionelle Kunden, private Kunden. Bin dann selber irgendwann rübergewechselt ins Asset Management von der Anbieterseite her und dann nach einigen, und dort haben wir sogar einige Awards gewonnen, damals als auch bei Hedge Week beispielsweise, Best Macro Manager und Dinge dieser Art. Schöne Zeiten, da erinnere ich mich natürlich gerne dran. Im Endeffekt habe ich dann aber den Schritt irgendwann zurückgemacht und meinte, hey, wisst ihr was?
ich möchte dann doch lieber nur mit meinem eigenen Geld arbeiten und anstatt irgendwie Kunden zu haben und halt all die Dinge, die eben mit einem Geschäft Hand in Hand gehen. Und habe dann über die Jahre wirklich mittlerweile bestimmt mit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden unterschiedlichen Tradern und Strategien zusammengearbeitet und habe entsprechend eine sehr große Expertise, was Strategieentwicklung angeht, Handelsstrategieentwicklung. Und ich habe dann mich habe mich dann so ein bisschen überreden lassen damals, weil einer meiner früheren Kunden war einer der Gründer von einem Konkurrenten von euch. Dort habe ich dann auch ein paar Jahre lang Education gemacht, weil er mich dazu überredet hat. Was mich aber immer gestört hat, ist, dass es mir so ein bisschen vorkam wie so ein Zirkustier in der Manege. So. Ich durfte so bestimmte Dinge sagen und machen, aber darüber hinaus war nichts drin. Ne? Also ich konnte nicht irgendwie, weil ich habe immer gemerkt, dass so nach wie vor eine Lücke bestand zwischen dem, was man dem Kunden erzählt und was er dann am Ende macht, wenn er für sich alleine da ist. Ne? Ja, kenne ich ganz genau. Weil da ist nun mal halt einfach die Lücke, die klafft. Und irgendwo muss man ja auch sagen, dass das Brokerage-Geschäft als solches in der Art und Weise, wie dort Geld verdient wird, ein bisschen falsch herum existiert, weil die meisten Broker verdienen ihr Geld eben mit dem Verlust ihrer Kunden und letztlich dann auch die gesamte Marketing-Schiene, die drumherum passiert, von ihren Affiliates oder Partnern oder wie auch immer, sehr oft auch in die Richtung geht. Ne? Also wir haben das jetzt zuletzt, in den letzten Jahren gab ja so vor allem diese Signaldienste sind ja sehr groß durch die Decke gegangen. Ich weiß nicht, wie sehr du auch auf Instagram unterwegs bist. Mittlerweile ist ja Trading wirklich sowas wie Kultur geworden. Also junge Leute sind heute nicht nur, sage ich mal, begeistert von Rappern und Sportlern, sondern auch von Tradern. Und gerade also beispielsweise England ist es total durch die Decke gegangen. Da ging es dann los, ja hier, du kriegst meine Trading-Signale umsonst für einen Monat. Du musst nur zu Broker XY gehen, dort 500 Pfund einzahlen. Und dann, dann wirst du reich sozusagen. Und Was aber eigentlich passiert ist, ist, dass die Leute ihre 500, die sie eingezahlt haben, durch die Signale verloren haben. Aber die Signale waren ja nie dafür gedacht, damit er Geld verdient, weil der Signalanbieter verdient ja sein Geld von den Verlusten der Leute. Ne? Also, und das wissen die Leute in dem Zusammenhang halt nicht. Also diese Incentivierung, die völlig auf dem Kopf steht, hat aus meiner Meinung nach dieses Geschäft vor allem in den letzten Jahren stark verändert. Ein Market Maker versteht sich heute nicht jemand als der Liquidität zur Verfügung steht, sondern als ein Casino-Betreiber. Genau, und der Punkt ist halt auch der, wo wir gerade auch beim Thema Broker sind, was man halt auch wissen muss als privater Trader, wirklich auch einen Blick darauf zu werfen, wo man auch das Trading umsetzt. Wie du auch schon gesagt hast, es geht darum zu verstehen, was man tut. Und auch bei den Brokern gibt es ja sehr, sehr große Unterschiede. Muss man halt auch mal hinschauen. Man muss halt auch wissen, dass es Broker gibt, die klassisch als Market Maker auftreten. Andere Broker, wie zum Beispiel auch Tickernl, die sind gar nicht da interessiert, als Market Maker aufzutraden, sondern die leiten die Daten einfach nur durch, sowohl im CFD-Bereich als auch im Future-Bereich. Und das ist halt auch etwas, das muss der private Trader wissen. Also nicht nur irgendeinem Signal zu folgen und zu sagen, okay, Leute, wir bieten euch hier was kostenlos an. Man muss halt, wenn man es richtig machen will, sich auch mal hinterfragen. Moment mal, da ist jetzt jemand, der bietet mir irgendwas kostenlos an. Wenn der aber irgendwo einkaufen gehen will oder in Urlaub fahren will, kriegt der den Urlaub ja nicht kostenlos. Der muss ja dafür bezahlen. Also irgendwer bezahlt den ja auch. Also dort mal wirklich über den Tellerrand hinausschauen. Und das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt in Richtung der Entwicklung zu einem nachhaltig erfolgreichen Trader, wo es dann am Ende hingeht, also, eigene Strategien zu haben. Ich will auch nicht sagen, dass grundsätzlich, verkehrt ist, dass Risiko genommen, weil hier gerade die Frage aufkommt, wie kann es sein, dass jemand Geld verdient mit den Verlusten? Das ist ganz simpel. Weißt du, wenn die Gegenseite des Trades nicht an den echten Markt gelangt, sondern sozusagen der Broker die Gegenseite des Trades einnimmt, ist dein Verlust sein Gewinn. Dein Gewinn ist sein Verlust. Deswegen hat er so ein kleines bisschen, gibt es dort einfach einen Interessenkonflikt. Nein, Spread und Swap kommt noch oben drauf. Das ist nicht, es geht tatsächlich um die PNL. Aber um nicht eine ganze Zeit nur auf dem Thema hängen zu bleiben, aber grundsätzlich ist das so, und das gilt ja für alles im Internet, wenn es etwas nichts kostet oder wenn etwas umsonst ist, bist du das Produkt. Ne? Und im Endeffekt ist es halt so, wenn dir jemand Signale umsonst bietet, muss man sich schon die Frage stellen, wie verdient er denn Geld? Ja, genau. Also, wenn er so viel Zeit und Mühe und Liebe und Lamborghinis reinsteckt, ich meine, irgendwo muss es ja herkommen. Ne? Genau.
Und daher habe ich mich dann von dem Ganzen, sage ich mal, für einen Broker zu arbeiten, persönlich habe ich dem Rücken zugekehrt, weil ich bin dann von dem einen Konkurrenten von euch zu einem anderen Konkurrenten von euch gegangen. Dort bin ich aber nur dann tatsächlich, glaube ein, zwei Monate geblieben, weil auch da war das Versprechen sehr groß, dass man wirklich eine echte Education für die Kunden aufbauen wollte, die dann aber sehr schnell wieder verworfen wurde. Ich finde übrigens sehr toll, was du machst. Du machst es ja mit großer Beständigkeit, mit viel Liebe zum Detail. Und ich verfolge dich ja auch schon eine ganze Weile. Wir haben es ja leider verpasst, das letzte Mal, wo du auf Zypern warst. Oder ich glaube, es ist auch schon wieder 2 Jahre her, wo wir uns mal treffen wollten. Corona sei Dank. Ja, genau. Es ist nicht einfacher geworden, in der Tat. Und ich bin dann, habe dann mein eigenes Mentorship aufgebaut. Und weil mein Gedanke ist folgender. Du erklärst die Dinge super toll und für dich ist das, was du sagst, super klar und verständlich, weil du schon so viel Zeit und auch Erfahrung damit reingesteckt hast, dass deine Linien, die du zeichnest, die Patterns, auf die du wartest und so weiter und so fort, du eine klare Erwartungshaltung hast und eine klare emotionale Reaktion dazu auch oder beziehungsweise nicht das erste Mal sozusagen die emotionale Reaktion durchlebst. Und deswegen finde ich, für jeden, der Trading lernen möchte, es ist sehr schwierig, Trading zu erlernen, indem du nur von jemand anderem seinen Kartentrick sozusagen kopierst. Ja, weil, das ist korrekt. Du musst wirklich die Kunst der Illusion verstehen, sozusagen, anstatt nur einen Kartentrick zu erlernen. Richtig. Und das bedeutet nämlich ganz einfach, dass du deine eigene Handelsstrategie entwickeln solltest, damit du verstehst, weil guck mal, du und ich, wir sehen dieselben Dinge, wir sehen nicht dieselben Dinge, wir fühlen nicht dieselben Dinge und vor allem, wenn wir sie alleine umsetzen sollten, werden wir ganz bestimmt nicht genau das Gleiche zum selben Zeitpunkt tun. Ganz genau, und richtig. Du musst dich selbst kennenlernen im Trading. Du musst auch schauen, welche Strategie passt zu mir als Person. Bin ich geduldig? Bin ich ungeduldig? Ja. Kann ich Swings aussitzen? Kann ich sie nicht aussitzen? Ne? Auch dann die Sache, wie passt das zu meinem Lebensstil? Wie viel oft kann ich überhaupt auf den Chart schauen? All diese Dinge sind super, super individuell. Ne? Richtig, und mein Bestreben ist es, den Leuten nicht meine Megastrategie beizubringen, weil, frankly, ich glaube nicht, dass die existiert in dem Sinne, sondern ich unterstütze Sie dabei, Ihre eigene Strategie zu entwickeln. Richtig. Ich bringe Ihnen bei, welche Elemente gehören zur Strategieentwicklung dazu. Welche, weil trotzdem, obwohl wir Dinge unterschiedlich machen, gilt, sage ich mal, die Regeln der Physik und der Mathematik gelten für dich wie für mich gleich. Ne? Also da gibt es keinen Unterschied. Ja. Der Chart ist der Chart, ne? Genau, richtig. Aber wie man das nun dann angeht und wie man auch sich selbst dabei kennenlernt, also ich halte halt Dinge wie, es gibt einfach grundsätzliche Dinge, wo steigst du ein, wann steigst du ein, warum steigst du ein, ne? Welchen Plan baust du auf, hast du den gebacktestet, hast du statistische Sicherheiten dafür, dass du diese Meinung hast, die du hast, weil nur auf Meinungen hinaus zu traden, ist der schnurstrackster Weg zur Enttäuschung, dass die Realität eben nicht immer deiner Meinung entspricht. Ja. Ne? Und das ist der Punkt. Also wirklich eine gesamte Struktur bringe ich meinen Studenten bei, um denen zu erklären, was gehört zur Strategieentwicklung dazu. Und dann begleite ich sie langfristig auch über den Prozess, ihre eigene Strategie zu entwickeln. Und, ne? Und das bedeutet, ich bin gleich so fertig. Ja. Also wirklich tatsächlich dann auch die Trades zu machen, zu backtesten. Zeig mal deine Backtests her, zeig mal dein Handelsjournal, lass das mal besprechen. Wenn du dann an die Ausführung kommst, weil selbst wenn du was hast, was auf Papier funktioniert, das dann in die Umsetzung zu bekommen, dass es in der Realität funktioniert, ist eine ganz andere Herausforderung. Plötzlich hast du Angst, Gier, Ungenauigkeiten, also solche Dinge, die dann sehr viel mehr eine Rolle spielen, als wirklich der Plan selbst. Ne? Ja. Und auch da muss man dann schauen, an welcher Stelle gehe ich über Bord? Warum genau? Ne? Und wie kann ich dann wirklich, also es geht wirklich darum, Bewusstsein zu schaffen, Klarheit zu schaffen und anhand von Regeln, Statistik und Zahlen etwas aufzubauen, was für mich funktioniert, was ich gut verstehe, was ich emotional ertrage, was ich umsetzen kann, was ich zigfach getestet habe, um dann auch tatsächlich das Ganze erfolgreich umsetzen zu können. Und nicht nur von jemand anderem eine Idee zu kopieren und zu übernehmen. Das ist mein Ansatz. Genau. Und, das ist auch der richtige Punkt. Und da freue ich mich halt auch über diesen offenen Austausch, weil das ist auch das, was ich immer merke. Du hast es auch angesprochen, wenn ich meine Charts morgens bespreche, ich habe da natürlich meine Lesweise, meinen Stil. Wenn wir zwei einen Chart sehen, sehen wir halt auch den gleichen Chart. Und wenn wir in die gleiche Richtung traden wollen und wir unsere gleichen Signallagen haben, dann machen wir das auf Basis der Bilder, die wir sehen. Und trotzdem sitzt du in deinem Büro, ich sitze in meinem Büro und jeder macht so ein bisschen in seine Nuancen anders. Aber eines haben wir gemein. Eines haben wir gemein, wir haben das Ganze irgendwann mal gehört, gelesen, wir hatten den Wunsch, das auch umzusetzen und wir haben dann irgendwann gesagt, jawohl, wir gehen los und wir haben irgendwann mal gemerkt, oh, naja, so einfach, wie das jetzt ausschaut, ist es denn dann doch nicht. Und das ist auch ein Punkt,
den du ansprichst, man sucht nach einer gewissen Sicherheit. Und die Sicherheit ist es so, du hast das gerade zum Beispiel auch angesprochen, das Thema Backtesting. Ich beispielsweise bin überhaupt kein Freund vom Backtesting, weil was interessiert mich das, was in der Vergangenheit funktioniert hat? Mir ist jetzt wichtig, was der Markt jetzt gerade spielt, weil wir traden ja in die weiße Seite vom Chart und wir wissen nicht, wie der Markt reagieren wird. Man muss wissen, was in der Zukunft, in der Vergangenheit passiert ist. Das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Sache und dafür macht man ja auch Backtests. Nur dann herzugehen und sagen, okay, in der Vergangenheit war das so und so, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das jetzt wieder so ist, da habe ich halt meine Bauchschmerzen mit. Aber das bin ich so als Typ. Und ein weiterer Punkt ist der, wo viele sagen, fangt doch erstmal mit dem Paper Trading an. Und das ist halt ein Punkt, da stehe ich ganz anders da. Jeder der meiner Schüler, die ich in der Ausbildung habe, wird gleich von Anfang an von mir gebrieft und gesagt, du handelst bitte nicht auf einem Papierkonto. Du kannst auf Papier handeln, um die Software kennenzulernen von mir aus, um ein paar Fehler auszumerzen, aber bitte fang sofort an, mit Echtgeld zu handeln, nur in kleinen Größen. Das müssen Größen sein, die dich nicht umbringen, die dich nicht pleite machen, aber bitte Klar. gleich mit Echtgeld, weil dann hast du ein Logbuch von jedem Trade, den du gemacht hast. Du hast sofort den Impact auf deinem Kontoauszug und du hast die Emotionen dabei. Und das ist ja auch ein Genau. Thema, was du angesprochen hast. Die Emotionen kriegst du einfach nur dann in den Griff, wenn du am echten Markt handelst, mit echtem Geld und dir dann Gedanken machst, wie du es schaffst, deine Emotionen in den Griff zu bekommen. Ne? Weil umgehen kann man, also man kann sie ja nicht ausschalten, wir sind ja keine Richtig, Computer, genau. Es die ist ein sind halt da. großer Kennenlernprozess. Ne? Du Ja. musst dich selbst im Prozess kennenlernen. Und deswegen bin ich starker Verfechter dessen, dass ich sage, du brauchst eine Strategie, die du selbst entwickelt hast, weil das kommt. Und da beim Thema Backtesting bin ich leicht anders eingestellt als du. Natürlich Was kann ja auch eine okay ist. Untersuchung. Ja, völlig genau. Wir haben alle wir können koexistieren. Sehr gut Richtig. sogar. Ich sehe das so, wenn du, sage ich mal, eine gewisse statistische Sicherheit hast dessen, dass dein Vorgehen als solches jetzt nicht zu 90% nicht funktioniert hat in der Richtig. Vergangenheit, weißt Ja. du? Ne? Und dass du auch dann die Dinge lernst, was ist es eigentlich, wonach du suchst? Ne? Und wir haben beispielsweise auch, das nennt sich Prime Market Terminal, wir arbeiten auch an so quantitativen Tools, die den Leuten halt helfen, nochmal Daten hinzuzuziehen, die eben nicht nur auf Meinungen basieren, COT-Daten, die Positionierung im Markt von den Commercials, von den Retailern auch, Saisonalität, all solche Dinge. Kannst du dann in deine Strategie noch als Layer oben drauf bauen? Richtig, ja. Mir ist es aber auch wichtig, dass die Leute verstehen, und das sehe ich sehr, sehr oft, sie versuchen quasi, das ist wie so, sie sammeln sozusagen einfach mehr und mehr und mehr Komplexität in ihrer Strategie oben drauf. Und Ja. auch da sehe ich ein bisschen die Schwierigkeit, weißt du, du musst jedes Layer, jede extra Sache, die du zusätzlich in deine Strategie reinnimmst, muss einen Grund haben, etwas erfüllen, einen Zweck erfüllen. Und wenn du einfach nur du sagst, ja, ich mache dieses, jenes hier, ne, fünf Indikatoren und dieses und da. Und dann weißt du gar nicht eigentlich, welcher Indikator steht für was denn genau. Richtig, Also ja. warum setzt du den überhaupt ein? Wenn du den nicht einsetzt, wie verändert sich dein Ergebnis? Ne? Weißt du das? Und deswegen finde ich es Backtesting relevant, um dann zu schauen, in welchem Zusammenhang stehen eigentlich die Tools, die ich nutze, zu dem Ergebnis, was ich erzielen kann. Ich bin auch ein großer Fan von, du hast recht, das ist eben für die emotionale Seite hilft das nicht, aber deswegen sehe ich das so, dass ein Training, weißt du, wenn du ein Fußballspieler bist, du trainierst ja nicht nur Freistöße, sondern du musst unterschiedliche Dinge trainieren, um Richtig. letztlich ein funktionierender Spieler oder ein vollständiger Spieler auf dem Pitch zu sein. Auch hier sehe ich das dann so, dass man, es gibt auch Tools, Forex Tester ist zum Beispiel eins, also ich habe hier keine Affiliates oder irgendwas, wo du im Grunde wirklich Live-Backtestings machen kannst, also wo du quasi wie live handeln würdest in der Vergangenheit aber, wo du jede Quote siehst, nicht wie in TradingView, da klickst du dich ja quasi Candle für Candle durch. Und Ja. wenn du dann mal in den echten Markt gehst, wunderst du dich, dass zwischen Öffnung und Schluss einer Candle, oh, der Markt, der bewegt sich ja. Überraschung. Und weil Emotionen sind, ich glaube, es ist wirklich sehr viel mehr ein Kampf mit dir selbst als tatsächlich nur mit dem Markt. Ne? Ja. Wie reagierst du auf Dinge? Und auch hier, ein Handelsjournal, also ein Tagebuch zu führen, ist Ja. unheimlich wichtig, weil da kannst du eben schauen, wie bin ich eingestiegen, was habe ich getan, warum habe ich was nicht getan. Ich empfehle sogar manchmal den Leuten, sich dabei zu filmen, wenn sie nicht raffen, an welcher Stelle sie falsche Entscheidungen treffen, weil das geht voll oft total auch mit simplen Dingen einher, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Handgriff ins Gesicht oder irgendeine komische Haltung oder also man sollte wirklich so all diese Ebenen nutzen, wenn man das Trading sehr ernst nimmt. Und Ja. viele Leute, die ja traden, machen das ja in Anführungszeichen nebenbei.
dann fallen aus meiner Sicht auch schon so einige Strategieansätze einfach raus. Ne? Also, weil sie zu kurzfristig laufen. Genau, absolut. Ja. Ne? Ich kenne auch Leute, die traden beispielsweise New York oder London Open im Scalping-Bereich. Das funktioniert für die auch ganz gut. Das sind dann aber meistens halt Unternehmer, keine Ahnung, die Amazon betreiben oder Dinge dieser Art. Mhm. Die haben dann eben morgens diese 2 Stunden ohne Probleme Zeit. Ja. Haben dann aber auch fixe Regeln. 2, 3 Trades am Morgen, wenn die nicht klappen, Ende. Ja. Sich nicht reinziehen lassen, sich nicht in diese Rache Trades entwickeln lassen. Richtig, genau. Und all diese Dinge und mit der Zeit letztlich, und deswegen mache ich auch eine langfristige Betreuung bei mir, wo ich habe beispielsweise auch ein Online-Portal, wo alle meine Studenten quasi ihre Screenshots, ihre Ergebnisse, ihre Gedanken, wie auch immer mit uns teilen und dann auch schriftliche Antwort bekommen, weil eine Konversation, wie wir sie jetzt hier haben, hat immer nur, sage ich mal, einen maximalen Tiefgang, die es haben kann in diesem Zeitrahmen, den wir haben. Ne? Genau, richtig. Und wenn wir uns allerdings wirklich in der Tiefe mit etwas auseinandersetzen, dann wollen wir uns Zeit nehmen, das zu untersuchen, das dann auch wirklich mit Inhalt sozusagen zu beantworten. Und das verlange ich, also dasselbe, was ich von meinen Studenten verlange, verlange ich von mir selbst natürlich entsprechend auch. Ich meine, sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren. Ganz genau, das ist der Punkt. Strategien haben, die du auch immer wieder machen kannst. Ja? Das heißt einfach, wenn du genau weißt, wenn das passiert, muss ich das und das machen. Das sind halt die festen Strategien. Und da würde ich gerne mal einen Punkt noch mit ansprechen. Ich kenne ja meinen und auch ich kenne den von einigen Studenten, die ich habe, so das Thema auch der Stolpersteine. Ne? Weil da hat ja jeder so seine eigenen Erfahrungen. Und es ist von meiner Seite her, gerade auch wenn ich mit jüngeren Menschen zusammenarbeite, wo ich mich auch sehr, sehr freue. Also hey Leute, die hier jung zuschauen, fangt an, nehmt euer Geld in die eigenen Hände und zwar so früh, wie es geht, weil ganz banal gesprochen, jetzt habt ihr vielleicht 1.000 Euro auf dem Konto und wenn ihr da Mist macht, verbrennt ihr 1.000 Euro. Wenn ihr das Ganze in 20 Jahren anfangt, habt ihr 100.000 Euro auf dem Konto oder 200.000 Euro und wenn ihr da Mist macht, verbrennt ihr 100 oder 200.000 Euro. Also macht's jetzt so früh wie möglich, fangt an, so früh wie möglich Erfahrung auch zu sammeln. Wenn ihr dann in 10 oder 20 Jahren auf eurer 20-jährigen Erfahrung zurückschauen könnt, da könnt ihr mir glauben, wenn ihr dabei gewesen seid die ganze Zeit, dann habt ihr es auch geschafft und dann könnt ihr im Trading auch gutes Geld verdienen. Und bis dahin gibt es halt viele Stolpersteine. Und ich kenne ein paar von meinen Stolpersteinen, aber Alex, du kennst ja auch ein paar von deinen eigenen. Und dann vielleicht mal sehen, was waren denn so deine Stolpersteine? Was hat dich denn so hin und wieder, rückblickend kann man das jetzt natürlich viel einfacher sagen, was hat dich denn immer mal so zurückgeworfen? Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist das, was wir vielleicht jetzt in den letzten paar Minuten noch besprechen können. Was hast du denn gemacht, als du gemerkt hast, oppala, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Was hast du gemacht, dass du gesagt hast, das darf mir nicht nochmal passieren. Wie hast du es besser gemacht? Also wie hast du es geschafft, das zu tun, was jeder erfolgreiche Mensch tut, nämlich aus seinen Fehlern zu lernen? Genau. Also als allererstes, ich würde sagen, den ersten größten Fehler, den ich gemacht habe, war nach einer einfachen Lösung zu suchen. Ich denke ganz einfach, die existiert nicht. Also so einfache Lösungen, so wie über Nacht 50 Kilo verlieren und so eine Geschichte. Das klingt lächerlich, ne? Aber das ist praktisch, was die Leute im Trading glauben zum Teil, ne? Oder größtenteils sogar, oftmals, vor allem die Unerfahrenen. Dann andere, sage ich mal, Stolpersteine, die ich hatte, war dann auch, deswegen bin ich ein großer Freund, mit Daten zu arbeiten. Wenn du in den Daten nicht die Dinge wiedergespiegelt siehst, die du glaubst, dann musst du deine Meinung ändern und nicht so lange nach Daten suchen, bis sie zu deiner Meinung passen. Ne? Und es passiert so oft, dass ich Leute sehe, die versuchen einfach auf Biegen und Brechen ihre Meinung, die sie vom Markt haben, weil die fundamentale Lage dies, das, wie auch immer ist, quasi aufzwingen, das muss so sein und kommen. Und oder wenn der Markt so macht, dann muss er so machen, weil Elliott Wave hat irgendwann mal wie auch immer und so weiter. Da gibt es ja, also das spielt ja alles keine. Und da sehe ich das Ganze, als ich aufgehört habe, sage ich mal, Dogmen zu verfolgen und angefangen habe, die Dinge, die passieren, tatsächlich auch, und das ist, glaube ich, der größte Punkt in einer positiven Veränderung, aufzuzeichnen, zu dokumentieren. Handelstagebücher zu führen, diese im Nachgang nochmal zu analysieren und zu schauen, was hätte ich wie anders tun können. Da, glaube ich, liegt sehr viel mehr der Hund begraben, glaube ich, an, oder dessen sich selbst vor allem dann auch eine gesunde Beziehung mit seinen Fehlern und seinen
dann fehlt falsch, dann bist du weniger wert, dann bist du schlecht, dann bist du dumm, wie auch immer. Aber im Endeffekt sind Fehler ein Feedback, um eine Kursänderung vorzunehmen. Ne? Und richtig. Das ist, und wenn wir diese Fehler aber nicht wahrnehmen, als wirklich als eine Chance, uns zu verbessern, dann werden wir uns auch nie verbessern können, aus meiner Sicht. Und die Kombination dieser Dinge letztlich vor allem, wenn ich sehe zum Beispiel, hey, schau mal, da hast du dich wieder von deinen Emotionen treiben lassen, richtig, da hast du dieses oder, ne, dann bin ich natürlich für den Moment ein bisschen enttäuscht oder sauer auf mich selbst, aber im Endeffekt sehr viel eher dann im Nachgang das erkannt habe, um es dann eben das nächste Mal, wenn es passiert. Ach, schade, die Internetverbindung ist gerade ein bisschen schlecht. Alex, bist du noch bei uns? Das Bild hinten dran hängt. Ich bin da. Ja, sehr schön. Ah. Es hängt ein klein wenig. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich bekomme hier keine Fehlermeldung angezeigt, aber das ist leider manchmal so, das so, Internet. Ich glaube. Ah ja, okay. Ja, da ist das Internet jetzt ausgestiegen. Das ist sehr schade. Ich check mal noch kurz ab, ob der Alex uns hören kann. Das Bild vom Alex hängt momentan. Das ist manchmal ein bisschen so, wenn man auf dem anderen Ende der Welt sitzt oder an der anderen Ecke, dann kommen wir hier über die Internetverbindung. Aber jetzt scheint wieder das Bild zu gehen. Alex, wir können dich wieder bewegen sehen. So, ja, dann versuch was nochmal, wo waren wir gerade stehen. Ich hatte gesagt, man muss die Fehler, die man macht, als Chance wahrnehmen, sich zu verbessern und dabei das Ganze wirklich dokumentieren und dann auch eine gesunde Beziehung mit seinem Fehlermachen aufbauen, um dann letztlich sachlich sich damit auseinanderzusetzen. Und vor allem dann, wenn das nächste Mal du in eine Situation kommst, wo du diesen Fehler vielleicht wieder machen würdest, dass du ihn erkennst, während er passiert und nicht erst im Nachgang wieder. Ne? Und darin, glaube ich, liegt der größte Punkt der Veränderung, dass du erst einmal die Dinge nüchtern aufzeichnest, dann auch ohne, sage ich mal, dich runterzuziehen, analysieren kannst, dir Regeln aufstellst, was du dann das nächste Mal, wenn es passiert, besser reagieren kannst, vielleicht auch dann dir aufschreibst, woran du es erkennen kannst, dass du vielleicht wieder in einen Fehler getrieben wirst und dann, wenn er dann das nächste Mal du in dieselbe Situation kommst, und das wird mit Sicherheit passieren, du dann sehr viel mehr vorbereitet bist und auch sehr viel mehr weißt, was du dann tun wirst. Ne? Im Grunde ist das, du bereitest dich darauf vor, auf diese schwierigen Situationen, dass wenn sie dann das nächste Mal eintreten, dass du dann besser in Echtzeit darauf reagieren kannst, beziehungsweise eben dann nicht nur wieder Opfer der Situation bist, sondern sehr viel mehr Herr der Lage bleibst. Natürlich gibt es dort immer Verbesserungspotenzial für den Rest deines Lebens. Aber dennoch ist das, glaube ich, der Punkt, der mich im Leben am allermeisten weitergebracht hat, nämlich eine gesunde Beziehung zu meinen Fehlern aufzubauen und dann letztlich auch sachlich dokumentiert mit Daten arbeiten, um dann so früh wie möglich, wenn die Fehler in der Zukunft vielleicht wieder vorkommen würden, dann dort sofort zwischengrätschen zu können, um andere Entscheidungen zu treffen. Genau, weil man merkt es halt auch, ne, wenn man etwas absolut oft genug macht. Und wenn es ist halt, ich merke, habe das ja bei mir auch gemerkt, ein Punkt bei mir war zum Beispiel gewesen, ich hatte ein Handelssetup, das habe ich gespielt, das war mein Setup, das hat gepasst. Und immer dann, wenn ich am PC gesessen habe und gesehen, wie sich die Kerzen bewegt haben und vielleicht zu meinem Stopp gekommen sind, dann saß ich halt davor und einer meiner Anfangsfehler war zu sagen, in den Trade, in den Markt einzugreifen, den Markt vorwegzunehmen. Anstatt zu sagen, nein, das Setup ist fest, wenn das Setup gespielt wird, ist es so und wenn ich im Minus rausfliege, dann war es halt so, aber ich habe mein Setup gepackt und wenn mir das Setup immer wieder um die Ohren fliegt, muss ich halt das mal überprüfen. Aber wenn deswegen ich den ist Journaling so wichtig, weil genau, wenn du würdest zum letzten 100 Trades bei Achich irgendwie zu früh rausgeflogen bist, dann musst du schauen, dann musst du nicht deine Strategie ändern, sondern deine Targets ändern. Genau. Wie bestimmst du deinen Stopp tatsächlich? Ne? Und wenn du dann merkst, okay, kann ich meinen Stopp vielleicht mehr volatilitätsangepasst quasi machen und Dinge dieser Art. Ne? Und halt wie ein Ingenieur sein. Wenn der Motor nicht läuft, schmeißt du nicht den ganzen Motor weg, sondern du guckst, welches Teil verursacht eigentlich das Problem, um ganz das dann neu zu designen. Anderes Material, anderes Maß, Dinge ganz dieser Art. Ne? Und das ist im Grunde der Prozess, den ich mit meinen Studenten durchlebe, um genau diese Ingenieurskunst, sag ich mal, aufs Trading anzuwenden. Ganz genau. Wer mehr dazu wissen will übrigens, wer sich über den Alex ein bisschen informieren möchte, Alex, du hast eine Website, alexduodari.com.
ist sie, glaube ich. Genau. Ich schreibe die nachher auch gleich noch unter die Videoaufzeichnung drunter, dass da einfach jeder mit einem Dankeschön. Klick Oder einfach Instagram, Alex Du, Alex Du, D-O-U. Ja. Ist ein bisschen einfacher in einem Wort. Und da findet ihr mich auf eine modernere Art und Weise, sage ich mal, als nur auf der Website. Ganz genau. Also, wenn du magst, schick mir ruhig im Nachgang kurz noch ein paar Links, wo man dich gut erreichen kann. Die packe ich dann auch direkt unten drunter. Danke dir, gerne. Und dann kann man dort in Kontakt gehen. Und Alex, es ist sehr interessant, das sehen wir auch an dem Feedback hier, was wir sozusagen gesprochen haben. Hier haben wir noch eine Frage von einem Zoom-Zuschauer. Wie viel Erfahrung wird benötigt, um dauerhaft erfolgreich zu sein? Die Frage ist quasi, ich gebe die jetzt einfach erstmal an dich weiter, wie viel Erfahrung für dich benötigt wird. Wie ist deine Meinung dazu? Also er schreibt ja danach noch zum Beispiel 60%. Ja, und ich finde, in Erfahrung, in Prozent zu sprechen, ist aus meiner Sicht schon mal irgendwie ein bisschen schwierig, weil wie willst du das quantifizieren? Ich glaube, im Endeffekt, du könntest dein Leben lang Erfahrungen mit denselben Fehlern sammeln und keinen Schritt weiterkommen. Und Richtig. Das hat überhaupt nichts mit Erfolg zu tun. Es geht einfach sehr viel mehr darum, die Erfahrungen, die du machst, auch wirklich zu Erfahrungen zu machen. Also, dass du sie daher... Wirklich, Leute, ihr müsst ein Handelstagebuch führen. Wenn ihr kein Tagebuch führt über welche Trades ihr macht, warum ihr sie eingegangen seid, ob sie gut gelaufen sind, wie ihr euch dabei gefühlt habt, was dabei rausgekommen ist, dann habt ihr es sehr, sehr schwer, das, was ihr in der Vergangenheit getan habt, zu verbessern, weil ihr habt keine Basis der Verbesserung. Wisst ihr, Google, Facebook, all diese großen Unternehmen, wie verbessern die sich ständig, indem sie die Daten ihrer User, Amazon, ihrer User letztlich immer wieder analysieren und dann entsprechend anpassen und verbessern. Und was lässt uns glauben, dass wir nicht auch anhand unserer eigenen erhobenen Daten uns verbessern können, müssen sogar? Und auch da sehr wichtig, weil wenn du deine eigenen Daten erhebst, musst du keinem anderen mehr vertrauen. Und das schafft Richtig. Auch eine Art von Sicherheit, Selbstsicherheit, die du dir nicht kaufen kannst, die du auch nicht von einer Handelsstrategie, die du vom Trading God XY gekauft hast, bekommen kannst, sondern diese Sicherheit, die erarbeitest du dir nur in deinem eigenen Umgang mit deinen eigenen Daten, die du erhoben hast und deinen eigenen Verbesserungen. Daher ist also das wäre meine Antwort. Und das kann man aus meiner Sicht auf jeden Fall in einigen Monaten lernen. Kann man in einigen Monaten dann für immer ein erfolgreicher Trader sein? Wahrscheinlich ist die kurze Antwort nein. Aber das ist sicherlich trotzdem der richtige Weg, um dann daraus hinauszuwachsen. Und ob du es nun dann in einem Jahr schaffst oder in 6 Monaten oder in 14, ist am Ende des Tages völlig egal und auch sehr von deiner persönlichen Situation und auch von deiner Mühe und Fleiß abhängig. Aber absolut machbar. Und ein letzter Satz, und dann sind wir über die Zeit. Ich finde, in Zeiten, in der wir leben, wo die Inflation durch die Decke geht, wo die Rente nicht mehr gegeben ist, ist es eine Pflicht, dass du verstehst, wie du Rendite erwirtschaftest. Und wenn du das nicht tust, beraubst du dich deiner Zukunft und die deiner Kinder aus meiner Sicht. Und deswegen ist es unheimlich wichtig aus meiner Sicht, dass man sich mit den Dingen auseinandersetzt auf eine Art und Weise, wie man Geld verdienen kann mit Geld und es versteht und nicht nur anderen vertraut und glaubt. Ganz genau. Also das Wissen ist richtig und das Ganze gepaart, das richtige Wissen mit der Erfahrung, weil auch schlechte Erfahrungen sind die Erfahrung und dann aus diesen Erfahrungen die richtigen Schlüsse zu ziehen, das ist der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg. Und eine Seite ist auch ganz, ganz wichtig, das sind auch meine Erfahrungen, die kann ich an dieser Stelle auch mal weitergeben. Die Welt verändert sich permanent und eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, gerade für uns Trader, ich meine, wir haben einen relativ krisensicheren Arbeitsplatz, weil irgendwas bewegt sich immer, ja. Und das ist aber halt ein Punkt, du musst als Traderin und Trader genau wissen, was am Markt passiert und du musst dich anpassen. Ich sage an dieser Stelle auch immer wieder gerne, die Stücke vom Theater, die gespielt werden, sind häufig die gleichen. Aber die Bühnen, auf denen sie gespielt werden, die sind andere und man muss sich anpassen. Ja? Die ersten Theaterstücke wurden auf klassischen Bühnen vor, weiß ich nicht, eine Handvoll Leute aufgeführt. Heutzutage werden Theaterstücke, Musicals vor Tausenden von Leuten aufgeführt. Und wer da immer noch auf der Bühne steht ohne Mikro, hat verloren. Das heißt, da ist ja auch die Technik 100%. Gekommen. Und das hat Absolut. Sich alles angepasst. Das heißt, die Art und Weise, wie gearbeitet wird, ist häufig in den Grundzügen noch ähnlich, aber die Zeit passt sich halt, verändert sich. Es gibt Fortschritte, manchmal auch Rückschritte. Und wir Traderinnen und Trader, unsere Aufgabe ist es, unsere Strategien zu suchen und die an die entsprechenden neuen Gegebenheiten zu adaptieren. Und wer das regelmäßig macht, der wird zum einen einen Job finden, der wirklich sehr, sehr aufregend ist, der immer wieder Spaß macht. Und auf der anderen Seite wird er etwas finden, wo er wirklich nachhaltig Kapital aus den Märkten ziehen kann, einfach weil er die richtigen Schritte macht und den Erfolg haben kann an Absolut. Dieser Stelle.
Alex. Ich könnte jetzt so viel mehr dazu jetzt sagen, aber wir haben keine Zeit mehr. Machen ich glaube, wir haben uns hier nicht zum letzten Mal gesehen. Wie schon gesagt, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön auch für deine Zeit. Ich danke dir für die Bühne sozusagen. Für alle interessant. Und wer auch Fragen im Nachgang hat, bombardiert mich ruhig, schickt mich damit zu. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Da machen wir dann gerne noch eine Follow-up-Session hier mit dem Alex, wo noch gewisse Fragen geklärt werden. Also das Ganze auf alle Fälle. Ich sage an dieser Stelle nochmal Danke an alle. Danke an dich, Alex. Allen genau, einen erfolgreichen Trading. Herzlichen Dank an alle Zuschauer, Zuhörer. Danke an dich, Mike. Danke. Immer einen Plan machen und den Plan dann umsetzen. Ja, und wenn er nicht funktioniert hat, lernen, wie man es besser machen kann. In diesem Sinne, einen erfolgreichen Trading-Tag und bis zum nächsten Mal. Also danke. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.